Hallo, 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 ihr Lieben. Die Post war da. Guckt mal, was ich gekriegt habe. Einen feinen, kleinen, süßen Umschlag. Und ich weiß, dass das von der lieben Ines kommt. Steht auch hinten drauf. Und zwar ist das die Halloween-Tauschaktion. Und ich bin jetzt ganz dolle gespannt, was da drin ist, was ich zurückbekommen habe. Also nochmal, falls ihr mein kleines Journal-Video nicht gesehen habt. Ines hatte die Idee, doch, eine Aktion ins Leben zu rufen. Und zwar ging es darum, man konnte zum Thema Halloween irgendwas basteln und das ihr dann schicken. Dann hat sie das durchgemischt und jeder hat was anderes zurückbekommen. Also ich habe keine Ahnung, was hier drin ist. Ich freue mich mega und deshalb muss ich das jetzt hier direkt aufmachen. So. Zieh mal einmal das kurz, so dass ihr das nicht seht. Ich lese einmal vor. Liebe Julia, vielen Dank, dass du bei der Halloween-Tauschaktion mitgemacht hast. Viel Spaß nun mit deinem ertauschten Halloween-Schatz. Viele liebe Grüße, Ines. Boah, danke, dass du das ins Leben gerufen hast. Ist ja viel, viel wichtiger. Oh, ist auch noch schön verpackt und so. Wow. Was ist es denn? Was ist es denn? Hier mit so einer coolen Brad. Hier hängt noch was dran. Mach die Brad mal auf. Oh nein, ich hab meins jetzt, glaube ich, gar nicht so geil verpackt. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Oh no. Tut mir leid an denjenigen, der das kriegt. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Voll süß. Oh mein Gott, was ist es? Guckt es euch an. Ich glaub's ja nicht. Es ist auch ein mini kleines Journal. Auch auf einer Karte. Wie meine Idee. Cool. Cool. Hier hat jemand eine Pocket gemacht. Den Körb ist auch selber gemacht. Das? Wie geht das? Da ist einfach nur so drum gebunden. Total gut. Einfach hier den Rest von der Signatur, was sie vorniert hat, als Verschluss genommen. Jetzt gucken wir da mal rein. Cool. Boah. Ich muss hier mal reingucken. Goodies. Von der Sabine. Sabine, wenn du das hier siehst, melde dich doch mal bitte bei mir. Ich würde mich gerne mal mit dir unterhalten. Voll gut. Voll gut. Witzig. Voll der ähnliche Geschmack und so und auch die ähnliche Idee. Notenpapier mit Kästchen, was zu fühlen. Es könnte von mir sein. Voll geil. Kleiner Papierspender. Sie hat es jetzt auch echt nicht vernäht. Wahrscheinlich hat sie sich das so gedacht, dass ich das jetzt benutzen darf zum Verbasteln. Voll geil. Paar alte Buchseiten. Hier eine Serviette noch drin. Noch so einen kleinen Anhänger. Och, die Serviette ist ja auch süß. Guckt euch das mal an. Da haben wir aber einen ähnlichen Geschmack, liebe Sabine. Cool. Mega. Jetzt auch noch Goodies reingepackt. Ja, die Tasche kommt mir auch so bekannt vor. Cool. Super nett, ey. Schön. Hier hat sie noch einen Washi-Tape-Spender gebaut. Ach, Sabine, voll lieb. Dankeschön. Cool. Und noch ein paar Labels.
Voll witzig, dass du fast dieselbe Idee hattest wie ich. Ich weiß jetzt allerdings, hast du jetzt auch meins zurückbekommen oder nicht? Das muss ich noch meine Erfahrung bringen. Aber mega schön. Mega schön. Cool. Dankeschön. Bis dann. Tschüssi.